Leute, willkommen zu Holy Shit, ist die Scheiße schon wieder lange her. Halt's Maul, beschwer dich nicht oder ich latsche die Kniescheiben raus, let's play. Alter, was ist das schon wieder für ein Drecksspiel? Ja, also, das Format wird jetzt sicher keiner mehr kennen und noch weniger werden es sehen wollen. Seit meinem Trexter Newstime Video denken jetzt eh alle Zuschauer immer, oh, ich habe alle 1000 Folgen Minecraft von Kronk geschaut. Ich will jetzt hier auch immer nur die gleiche Scheiße sehen. Da habe ich eine einfache Lösung für dich. Du guckst jetzt mal hier unter dem Video, da müsste so ein Button sein, da steht wahrscheinlich gerade abonniert. Nimmst mal deinen Mauszeiger oder deinen Wurstfinger, hoverst da so drüber und dann schneidest du dir deine verkackten Pulsadern auf, du dreckiger Bastard. Hahaha, Schwanz. Ah, Wichse, um zu überleben, es ist so witzig. Ja, also wie ihr seht, ein neues Drecksspiel. Das Beschissenste daran, hier sind noch nicht mal NFTs implementiert, um noch den letzten Cent aus allen glücksspielaffinen Drecksdeppen von Spielern zu pressen. Mal so gar nicht zukunftsoffen. Kollisionsabfrage ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Wow! Also adressieren wir doch mal den Elefanten im Raum. Damit meine ich jetzt nicht Meatloaf, sondern eine weltweite Seuche, die letzten Jahre sich immer weiter verbreitet hat. Die Rede ist natürlich von kleinen 13-jährigen Dreckwänstern, die TikToks in der Öffentlichkeit aufnehmen. What the? Aha, da ist also das namensgebende Feature. Jemand hat die Polizei gerufen. Also die Polizei macht nicht so viel, ich muss ein Weißer sein. Ja, also diesen TikTok-Schmutz könnte man schon mal in Nontent umbenennen. Drecks-TikTok, Alter, Drecks-ByteDance. China wird uns alle so in den Arsch schicken, wenn wir noch richtig schön die Arschbacken auseinanderhalten. Natürlich nicht die 13-Jährigen, ne? Epstein ist ja tot und Ghislaine ist in Haft, also Pädophilie ist basically ausgerottet. Die hunderten anderen zu verfolgen, die auf den Virgin Islands eben jene aufgefädelt haben, das lohnt sich ja nicht. Nicht, dass am Ende auch noch der Aktienmarkt leidet. Was ist das denn hier für eine Scheiße? It's not a bug, it's a feature. Kommt es eigentlich, dass die größten Schmutzmenschen irgendwas mit Steen heißen? Epstein, Weinstein, Christine, na Stürmer. Ernsthaft? Hast du mal den Song Mehr Waffen gehört? Oh, der hört gar nichts mehr. Doch, ist schon ein künstlerisch sehr wertvolles Spiel. Ich habe auch das Gefühl, hier versteckt sich irgendwo so eine Analogie auf den Klimawandel. Ich glaube nicht, dass ich die Grafikqualität auf Logik stellen muss. Es ist auch ein Simulator für den Moment, wenn Epstein hört, dass Ghislaine ein neues 13-jähriges Fickfleisch besorgt hat. Was ist das? Klare Polizei. Großer Applaus an die Übersetzer an dieser Stelle. Ich hab doch nichts gemacht, verdammte Scheiße, Alter. Das sieht schmerzhaft aus. Kann ich Cortison empfehlen. Cortison geht einfach immer. Zieh ich mir mittlerweile täglich in Nase und Lunge. Cortison kannst du einfach nichts falsch machen. Habe ich schon mal drüber nachgedacht, Cortison gegen Corona einzusetzen oder so? Ich meine, ich habe es ja noch nicht gehabt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mich an diese vorsimplen Maßnahmen gehalten habe und nicht immer rumgeheult, weil ich jetzt nicht mehr jeden Pisser im Supermarkt in den Nacken atmen darf. Die Spackos auch, die den Holocaust relativieren, indem sie so ungeimpft auf den Davidstern schreiben. Die sollte man vielleicht mal auf einen Punkt konzentriert zusammenfärchen und dann so richtig strenge Blicke zuwerfen. Was zur Hölle ist denn? Ich weiß noch Anne Franks Tagebuch so, oh ja, ist eigentlich ganz bequem hier auf dem Dachboden, aber oh, ich darf jetzt schon lange nicht mehr zum Friseur, ist richtig unangenehm. Oder wer erinnert sich nicht an die Wannsee-Konferenz, wo dann besprochen wurde, wie man am besten den Juden die Außengastro wegnehmen kann? Why are you even alive? Also ich bitte euch, wo kommt man denn dahin, wenn ich nicht draußen neben fremden Leuten überteuerten Fraß in mein dreckiges Fettmaul stopfen und mich dabei über die Kacklarven am Nebentisch aufregen kann? Es ist ja dann echt nur noch ein Katzensprung, bis Drosten aus Impfverweigerern Lappenschirme bastelt. Was ist denn euer Scheißproblem? Man muss halt die Pandemie auch mal für das zu schätzen wissen, was es ist. Ein einmaliges Erlebnis. Du musst mal so sehen, 9-11 war unser Woodstock. Habt ihr nicht auch so ein bisschen Nostalgie zum Lockdown? Klar, ist echt scheiße, wie viele Leute da gestorben sind, aber beim Anblick der leeren Straßen kommt euch da nicht mal der Gedanke, hätten ruhig ein paar mehr sein können. I heard what those pricks did to you. My condolences. Ich rede hier gerade. Oh ja, lass uns ein bisschen zusammen jerken. Ja, ich habe meine ganzen Ersparnisse in Affenbilder gesteckt. Ja, die Leute haben überhaupt keine Ahnung. Have fun staying poor, Alter. Das Spiel. Ja, was sonst noch so passiert? Olaf Scholz ist gewählt worden. Der Oma-Schlüpfer unter den Politikern.
Bei beidem habe ich direkt die Assoziation Brechmittel. Außerdem ist seit letzter Folge das Gender nochmal sehr viel größer geworden. Das finde ich ziemlich gut. Also an dieser Stelle Shoutout an alle VerbrecherInnen, MörderInnen und KinderfickerInnen. Ghislaine Maxwell habe ich ja jetzt hier schon mal Exposure gegeben. Das fühlt sich einfach gut an. Was geht bei ihr? Ist das so ein Frauenparkplatz oder was? Das ist übrigens auch ein Konzept, was ich sehr gut finde. Frauenparkplätze besonders nah am Laden. Vielleicht könnte man das noch ein bisschen erweitern und macht einfach vergewaltiger Innenparkplätze, besonders weit weg vom Laden, damit die sich nicht so in die Quere kommen. Aber eine Sache muss ich mal anprangern, irgendwie Frauen schlagen ist verpönt in der Gesellschaft, aber Männer mit zum Schuhe kaufen ziehen, das ist gesellschaftlich toleriert oder was? Wach auf, Deutschland. Ich weiß auch nicht, in so Kirchen bekomme ich immer so ganz andächtige Gedanken. Wenn zum Beispiel Aliens irgendwie einen Blowjob sehen würden, die müssen doch denken, Alter, die ist ja wohl die schlechteste Kannibalin aller Zeiten. Problem, Officer. Wisst ihr, über welches Thema lange nichts gesagt wurde? Corona. Okay, konzentrieren uns doch mal auf die Mission. Rubbelt ihr ein zu 30 Personen. Ganz normaler Abend auf Pornhub. Das fand ich generell den besten Aspekt an der ganzen Pandemie. Die ganzen Statistiken einmal von Pornhub und dann die von den Geimpften. Wer hätte gedacht, dass es auf der Welt so einen großen Anteil an Wichsern gibt? What? Drecksspiel, Alter. Ja, also war den Kauf nicht wert. Cello. Ja, richtig. Ich musste mir nicht das Spiel aus dem Ausland schenken lassen, weil Deutschland Angst vor... keine Ahnung. Also, Leute, lasst mir alle ganz viele Likes da, damit ich meine Existenz irgendwie rechtfertigen kann. Mein Name ist Robin Osterhafu und ich hasse mein Leben.